For 65 years, I have ruled this empire. Generals and kings have knelt at my command. But a darkness comes. The blood tide rises. These are the closing days of the Third Era. And the final hours of my life. Shut the jaws of oblivion. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir sind immer noch in Melhazma und sollen dort das Herz des Königs finden. Und die Folge hat gerne dem hier ein Bug sich hier aufgeht, das sagt ein richtiges Problem. Und erst als ich den neuesten Patch installiert habe, ging's. Der Patch ist schon ein Jahr alt, also. Ja. Ich habe nämlich die Mod installiert, als ich mit dem Let's Play angefangen habe. Das ist ja schon eine Weile her. Und naja. Genau, die habe ich hier. Und ja, da ist das Portal. Aber das ist neu. Das kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich renne mal weiter, bevor ich hier drauf gehe. Herz des Pharaos. Oh. Ist jetzt gebuggt. Gut. Gut. Hier ist eine Abkürzung nach ganz Power. Und meinen Teil unserer Abmachung einhalten. Folgt mir. Oh, das ist aber nicht ganz dädrisch. Das ist eh. Fällt mir jetzt aber aus, dass das gar nicht dädrisch ist, was hier auf den Säulen steht. Naja. Nun, da das erledigt ist, kann ich mich endlich zur Ruhe betten und diesem endlosen Dasein Lebwohl sagen.
Lebt wohl und fürchtet nicht den Zorn Mephalas, der euch sicherer eilen wird, da ihr mir geholfen habt. Okay. Gute Nacht. Oh, Strickleiter, so komme ich wahrscheinlich raus. Rezept, makelloser, nee. Schatz des Ohren des Drachen. Mephalas Reich verlassen. Erhielt er den Segen des Feuers und entschwand aus dem Reich Mephalas. Nimmer ward er wieder gesehen, doch man erzählt sich, dass Saturn die Seelen verschluckt, die sich ihm nähern. Und so lebte seine Legende fort. Denn jener entschwand in seinem Brand, der den Himmel erleuchtete und in dem selbst die Wolkenfeuer zu fangen schien. Aber der Turm besitzt keinen erkennbaren Eingang. Zumindest hat sich bis zum heutigen Tag niemand so nahe herangewagt, dass es sich mit Sicherheit zu sagen wäre, wo jener damals diese Spitze erklomm. Allerdings hat das Bauwerk scheinbar eine anziehende Wirkung auf verschiedenes Ungetüm. Die hier bricht der Text auf. Oh, und eine Karte der Wüste. Schau ich mir gleich an. Karte der Wüste. Aha, da ist der. Und den haben wir, glaube ich, sogar schon gesehen. Den Turm. Oh. Ich fand kein vollständiges Schwert in der Schatzkammer des Pharaos. Lediglich den Griff lag dort. Aber ich vermute, dass dies das Schwert ist, von dem die Prophezeiung die Rede ist und das Okato so sehr begehrt. Gut. Ihr hört die Musik, heißt, hier sind Gegner. Speichern kann ich ihn besiegen? Nein! Aus diesem Grund, Strickleiter. Ja, ihr werft das eine Ende der Strickleiter zum Pyramidenspitze hinauf und siehe dort, sie entrollt sich nach unten und ein Weg nach draußen tut sich auf. Oh, schnell. Nein! Gut, ich krieg keinen Schaden. Das ist schon mal gut so. So, ich entkam den unverwundbaren Wächter Mephalas. Und ihr wagt es, einen Dädra zu bestehlen. Ihr wagt es, den Griff Türfenix zu entwenden, der mir vor Altern von euresgleichen geschenkt wurde. Ihr werdet meinen göttlichen Zorn zu spüren bekommen. Mein Wasser wird euch nimmer sättigen. Mein Atem wird euch lähmen. Und meine Diener werden euch jagen. Dädras rasend Wut, dass ich den Pharao befreit habe, schien ihn nicht zu interessieren. Dennoch war die Entsendung des Griffs wohl ein Fehler. Der Dädra zeigte mir seine Macht und verdunkelte den Himmel. Seine Diener werden mich jagen und sein Wasser wird meinen Brust nicht länger stillen. Also entweder ich bleibe hier und warte auf meinen Tod und ich mache mich so schnell wie möglich aus dem Schatten. Sollte der Karte folgen, die ich eben gefunden habe. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Thank you.
Karte verschwindet. Schade, aber egal. Den Hof weiß ich den Weg. Nach Norden. Ganz bei Nordwesten. Also eigentlich nur nach Nordwesten, bis ich den Fluss finde. Und den dann lang, oder? Bis zum Fluss, den lang, bis zur Spitze, nach Norden. Direkt nach Nordwesten. Naja, wird eine spaßige Suche. Wie wollen wir noch? 3 Uhr Nachmittag. Jetzt bleibt keine Zeit für ein Schläfchen. Wir müssen aus dieser Wüste raus, so schnell es geht. Katzball sein? Wir haben ja noch gar nicht. Naja, ist eigentlich nur eine weitere Stadt. Mehr auch nicht. Dann müsste ich hier der Turm sein. Wenn der nur sagt, der war bei dem Schildkrötenfelsen. Ah, da ist er ja. Der Turm mit dem Feuer.
Körper eines Argonas. Er scheint noch am Leben zu sein. Ah! Endlich bin ich aus diesem Vieh raus. Musste mich wochenlang von Spinnensapper ernähren. Die Spinne schien lange nichts gefressen zu haben und hat mich dann wohl ein Stück runtergeschluckt. Glück im Unglück nennt man das wohl. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr hier draußen? Ich suche den Turm einfach. Ah! Wollt wohl auch hier weg, was? Bevor mich die Spinne verschluckt hatte, bin ich wochenlang auf der Suche nach einem Ausgang gewesen. Bis auf diesen Schlüssel hier habe ich nichts gefunden. Lag irgendwo am Wasser. Ihr könnt ihn ruhig haben. Wenn ich mir überlege, welche Gefahren hier draußen schon lauern, will ich gar nicht wissen, was mich im Inneren des Turmes erwarten wird. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Vielleicht sieht man sich hier irgendwo mal. Lebt wohl. Okay, ich habe einen Schlüssel. Ich habe den Marbison-Tempel hier in den Feldspalte verfolgt. Der Swift ist hineingegangen. Für mich bedeutet das wohl, dass ich ihn mehrere Tage umsonst verfolgt habe. Der Fall dabei ist, keiner, der je dort reinging, kam auch nur in Teilen wieder heraus. Beim Untersuchen der Tür habe ich einen Schlüssel gefunden. Wer weiß, vielleicht bekomme ich im Portal etwas Wasser dafür. Verdammt, ich habe Durst wie ein ausgedrücktes Kaguchi. Ich konnte etwas Wasser da drüben trinken, zumindest bis ich frisches Wasser gefunden habe. Und dann ist er dabei gestorben. Stimmt, kriegt ja was. Hallo. So, wie komme ich nur wieder zurück? Lebe wohl, mein kleiner Bruder. Warte. Wenn mir das Wasser nichts mehr bringt. Ups, nein. Ach, ich war doch gekniet. Ist es. So. In Erinnerung war an dem beim Wasser war die Leiche, wo man die Tagebuchseite findet, mit der man dann weiß, wo man hin muss. Oder so. Genau, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Die geht nicht auf. Eigentlich ist jetzt auch nicht. Nee. Oh, hallo Ratte. Relativ einfach das Rätsel. Ah. Ich renne auch noch rein. Naja. So. Wo habe ich gespeichert? Oh Gott sei Dank. Mein Hirn speichert regelmäßig. Blöde Falle.
man ewig nicht, dass einem ewig nichts passiert. Wenn man sich dann den Tor dreht. Ich bin so ein Vollidiot. Das krieg ich besser hin. Nein, das krieg ich besser hin. So. Speichern. Oh. Stimmt, jetzt bin ich anscheinend im Turm. Muss ich den nur irgendwie hinaufkommen. Bleib ich da mitten im Spiel. Bin ja auch suizidgefährdet. Ah! Da war die Leiter, das Stück Leiter nach oben. Ich gelangte zur Spitze jenes seltsamen Turmes, von dem es einen Ausweg aus dem Verlassreich geben soll. Aber was nun? Gut. Oh, ins Feuer springen hat was gebracht. Als ich mich ins Feuer des Turms bewegte, am ganzen Körper in Flammen stehen, ging plötzlich ein seltsamer Ruck durch meinen Körper. Und just fand ich mich in einem verborgenen Raum ohne Tür wieder. Der Ritter des Ordens des Drachen, was tut er nur hier? Die Schrift ist krakelig und kaum zu entziffern. Hat dir wirklich ein hochgestellter Ritter des Ordens des Drachens geschrieben oder soll es nur der Anschein erwecken? Der Tote, der neben dem Buch sitzt, wirkt zumindest wie ein Drachenritter. Der größte Teil der Einträge ist uninteressant und kaum eine Erwähnung wert. Allerdings scheinen auch viele Seiten besonders im letzten Teil zu fehlen. Auf den allerletzten Seiten heißt es: Dachten wir könnten ihn damit besänftigen, aber nur der Griff hatte Aufmerksamkeit erregt. Von den Reichtümern, deren Last mit mir seit Beginn meiner Reise auf die Schultern drückt, wollte man nichts wissen. Nicht einmal dem Schild des Kaisers, den ihr als höchsten Pfad aus der Schatzkammer des Ordens mitgenommen hatte, schenkte man Beachtung. Man verwies mich der Stadt und jagte mich davon wie einen mittellosen Bettler. Aber wenn dies meine Kameraden in der Burg retten kann, so ist es eben nötig. Hier scheinen erneut Zeiten zu fehlen. Kein Sinn, sie sind längst auf und davon. Der Schild des Kaisers ist verloren. Diese ganze Unterfangen ist ein einziges Desaster. Was wird der Meister nur sagen, wenn ich mit leeren Händen zurück und wieder fehlen einige Seiten? Überfallen und all der Schätze beraubt wurden, habe ich endlich nach endlosen Entbehrungen und Erniedrigungen einen kaiserlichen Drachenritters nicht würdig den Weg aus dieser verfluchten Wüste gefunden. Und doch, vor mir sind nichts als verschlossene Türen. Der Schlüssel, den ich fand, öffnet eine Tür. Tür im Boden, aber da unten ist nur Schwärze. Soll ich es wirklich wagen, hineinzuspringen? Ich traue diesem Ort nicht mehr. Mir falle der Herr der Ränke ist allgegenwärtig. Überall lauern Fallen und Verrat. Aber wenn ich nicht hier reinspringe, sollte ich nicht doch nur wenn dann die Aufzeichnungen reißen ab. Ah, jetzt haben wir den Schlüssel. Noch einen Schatz gefunden. Oho. Trank der Wasseratmung. Ich sehe dann verschlossene Tür vor euch, doch nichts sollte auf ein Schlüsselloch hin. Als ihr doch genauer hinseht, erkennt ihr einen Spalt, der aber nichts mit einem Schlüsselloch gemein hat. Ihr steckt den Schlüssel aus dem Buch hinein und dreht. Aha. Okay. So, und dann nehmen wir noch gleich einen dieser. Gut, frische Wasser brauchen wir nicht mehr, kann weg. Auf weg, der wird getrunken. Kann weg. Das kann auch alles weg, scheiß drauf. Schlimmstenfalls cheat ich es mir wieder. So. Oh nein. Bin ich doch nicht aus.
Anders Reich raus. Endlich, ich bin zurück. Leider habe ich nur den Griff dieser verfluchten Schwertes. Wobei mir Fallas und meine Ritter müssen den Rest von Tyrfing finden, um die Prophezeiung wahr werden zu lassen. Meister? Ihr seid nicht tot? Das ist... Entschuldigt, dieses alte Weibsstück ist schrecklich nah am Wasser gebaut. Wir alle haben euch sehr vermisst. Schon gut, wo sind die anderen? Die Ordensritter waren am Boden zerstört, als sie euch verloren hatten. Ich musste ihnen erst einmal einen großen Kessel-Eintopf kochen. Dann ging es ihnen gleich viel besser. Wollten euren Kampf gegen dieses Aufrührergesindel fortführen. Angeblich gibt es im Norden eine alte Burg eures Ordens. Dort sind sie hin. Noch etwas? Ja, sie wollten die Gräfin von Uma um Hilfe bitten. Die Burg gehört zu ihrer Grafschaft. Das war vor 3 Tagen. Aber nun erzählt schon. Wo seid ihr die ganze Zeit gewesen? Später, Frau. Ja, schon gut. Helden wie ihr haben sicher Besseres zu tun, als mit einem alten Vettel wie mir zu schwadronieren. Was kann so ein ergrautes Weibsbild wie ich, einer glänzenden Ikone wie ihr es seid, schon beibringen? Entschuldigung. Hi. Ja, da würde ich sagen... Yes. Aber... Was noch viel wichtiger ist... Wo sind meine Gemächer? Die Uhr sagt 8 Uhr abends. Jetzt müssen wir 4 schlafen, nämlich 2 ganze Tage. Also wieder 18 Stunden. Es ist 3 Uhr Nachmittag, ja, das passt. Und dann würde ich sagen, die Ordensburg ist weit im Norden, Gott sei Dank, denn dort ist auch unser Pferd. Vermutlich. Das ist auch eine große Frage. Moment. Ja? Ach nee, ich dachte schon, das ist einer. Nee, ich bin dann mal wieder auf Posten. Ja, ja. So, wo war ich? Ja. Wieso kann ich gehen und ohne schwer belastet zu sein? War das jetzt nur die Äpfel, die das jetzt ausgemacht haben? Tatsächlich. Die ganzen Äpfel und so haben wahrscheinlich dann... Oh, das ist cool. Ah, und weil ich noch die Schrifttafel verloren habe, die wahrscheinlich auch... Nö, die haben nichts gewonnen. Nur 3, ja. Ah doch, 3, dann das, da kommt schon was zusammen, so 21 Äpfel ist nicht wenig. Naja, okay. Jetzt ist die Sache, unser Pferd ist vermutlich, und ich sag nur vermutlich, noch im Norden, denn ich weiß, wenn man zu lange es nicht holt, geht es von allein zurück dort, wo man es her hat, also nach Fanakas. Nicht Fanakas. Warte, ich... Wie kann ich euch helfen? Mich das nervt, dass du in der Kaiserstadt nicht nachschauen kannst. Aber boah, ich bin wieder in der Kaiserstadt. Ist das herrlich. So, Fest und Fahrrad gut. Also entweder das Pferd ist hier. Noch schon, aber es geht immer noch nicht. Oder es ist da oben wieder. Und ja, hier ist die Ordensburg und man würde sowieso, ich glaube, hier hingehen und dann den Weg zu Ordensburg halten. Mit anderen Worten, jetzt da ich, das ist die Frage, nee, sicher, ich laufe nach Skingrad, lager da mein ganzes Zeug ab und dann schaue ich, wo habe ich mein Pferd. Wenn das hier ist, blöd, obwohl das schaue ich jetzt schnell nach.
Speichern. COC. Fahrer. Gut. Das geht nicht. COC Fanakas. Ja, das geht. Dann nutze ich noch ein bisschen. Oh. Wo ist der Ausgang? Wo ist da das Ausgang? DCL. So, jetzt ganz schnell zum Ausgang. Hallo? Wer ist da? Schauen wir mal, ob dort das Pferd ist. Wenn nicht, dann okay, dann weiß ich, ich kann einfach. Dann kann ich einfach nach Ding reiten. Teleportieren. Laufen. Also mein eigentlicher Plan ist, vor der nächsten Folge nach Skinner zu laufen, mein Zeug in der Rosendornhalle abzulegen, dass ich wieder Platz im Inventar habe und dann nach Norden ein Pferd zu holen, dann würde ich die Folge beim Drachenklauenfelsen weiterführen. Aber bevor ich da ewig nach Norden reite, um ein Pferd zu suchen, schaue ich erst, ob es vielleicht hier ist. Sonst würde ich eigentlich von hier einfach losreiten. Schnellreise geht ja nicht. Okay, es befindet sich nicht hier, sonst steht es eigentlich hier drin. So, mal kurz hier draußen gucken. So, nope. Ja. Okay, dann passt. Dann einfach nach Skingrad und ja. Gut, also. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wie gesagt, beim nächsten Mal sehen wir uns im Drachenklauenfelsen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.